Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sims 4 Doppelhaus-Challenge. Und erstmal, mein einer ist jetzt der, den ich angefangen habe. Jetzt kommt halt der nächste. So, was gibt es denn? Zwei Bilder zeichnen, wenn inspiriert. Ja, das kriegen wir auch hin, wenn wir da ein bisschen. Mira hat Hunger. Okay. Mira zum Fressen rufen. Dann hör mal auf. Kreativität Level 2. Okay, spiel weiter mit Puppen, weil das hebt den Spaß und macht Kreativität. So, dann kannst du mit deiner Schwester spielen. Die kommt nämlich jetzt mal runter. Ich habe den ja ein bisschen jetzt umgestylt. Also erstmal haben wir so ein richtig dickes Kind. Das müssen wir jetzt irgendwie mal ändern. Oh, er ertränkt erstmal die Leute. Das ist ein sehr, sehr vorbildliches Kind. Ja. Ja, liebe Mira. Erstmal einen Schluck trinken. Muss sie Gesichter schneiden, über Süßigkeiten schwärmen, Tag verschönern und Ideen erzählen. Nach Tag fragen. Zweimal nach Tag fragen. Wieso könnt ihr nicht miteinander reden? Level 4 Kreativität, okay. Dann hörst du mal auf. Toilette verwenden, nachdenklich duschen. Endlich, Chihiro hat ihre ganz eigene Idee für ein Spiel präsentiert und der Vorstand ist interessiert. Der Haken ist nur, dass dieser ein paar Änderungen am Konzept vornehmen möchte, die das Spiel total vermasseln würden. Chihiro kann das Projekt weiter vorantreiben und hoffen, dass sie es doch nach ihren Vorstellungen gestalten kann oder sich an ein anderes Studio wenden. Anderswo vorstellen. Aber niemand beißt an. Und ihr eigenes Studio ist jetzt schon mit der Umsetzung einer anderen Idee beschäftigt. Oh, das ist schlecht. Von Schule gestresst. Ja, bist du jetzt vielleicht gleich nicht mehr. So, wir öffnen jetzt erstmal den Kühlschrank und dann gönnen wir uns hier. Was ist das eigentlich? Omelette. So, du gönnst dir mal Omelette. So, ich bin zu Hause und ich brauche hier dringend mal Sachen. Und zwar werde ich mir jetzt hier auch mal die Reste nehmen von einem Specksalat, Tomaten-Sandwich. Dann werden wir Frösche züchten. So, ich habe mittlerweile hier nur so das Bad und so ein bisschen angepasst. Ich habe das hier übrigens auch mal ein bisschen umgeändert. Fand ich so schöner. Dann lass uns mal die Toilette verwenden, ein Schaumbad nehmen. So. Nee, Alter, jetzt bestimmt keine Verabredung, mein Freund. Wir haben jetzt 30 Minuten, um bis Sonntag zu spielen. So, was ist mit dir? Nein, stopp. Du bist inspiriert und musst jetzt Bilder malen. Und zwar zeichnest du einmal Fahrzeug und danach Form. Ich habe übrigens diese Bilder hierhin gehangen. Das Bild von Mom und Dad hierhin. Und dann können wir nämlich gleich die Bilder, die er malt mit dem Tisch, nachdem wir das hier dann gemacht haben, die können wir dann hier hinhängen. Nachdem er eine schöne, glückliche Kindheit hatte. Sie ist ja geil, ey. Schlabberschmatz. So. Was macht sie denn mal? Sie darf eine erfrischende Dusche nehmen. Dann darf sie spielen, 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 spielen. So, das öfters. So, sie kann ja so die Sportliche werden. Ne? Das, ja. Danek erlangt mehr Zufriedenheit, wenn er auf dem Piratenspielturm-Dings spielt. Das ist schön für Danek. Stimmt, die Geige. Die Geige müssen wir noch vergewaltigen. So, jetzt darfst du Formen zeichnen. Hoffentlich reicht das noch. 2 Stunden, ja, das kriegen wir hin. Gleich müssen wir auf jeden Fall noch ein Instrument spielen. In der Badewanne eingeschlafen, das ist schön.
Ja, weißt du was, geh danach einfach nochmal duschen. Dann gehen wir vielleicht nochmal schnell ein bisschen spielen und dann schlafen. Erfüllt haben wir ja alles, ne? Bisher so, ja. Die Katze schläft da unten. Danik malt hier noch fleißig. So, wir pushen den jetzt, dass der uns die besten Bilder malen kann mit seiner Kreativität. So, was muss er als nächstes machen? Level 5 der Kreativität und mit drei Spielsachen spielen. Aber zunächst, hast du Hausaufgaben schon gemacht? Ich glaube nicht, ne? Hausaufgaben machen. Dann diese Snack-Lunchbox, das packst du mal weg, das brauchst du nicht. Dann darfst du dir davon ein Gericht nehmen. Dazu darfst du Fernseh schauen, damit es hier besser wird. Kochkanal. Ja, guck mal besser den Kinderkanal. Kinderkanal. So, die Katze hat ja in die Wohnung geschissen. Oder gepinkelt, besser gesagt. Ach, jetzt ist sie wieder sauber, nur weil man sie umstellt. Alles klar. So funktioniert das. Sag mal, bist du penetrant oder so, Katze? Nein, bist du nicht, ne? Die Katze lebt nur so nebenher im Moment. Die möchte bestimmt Zuneigung haben. Aber meine Kinder müssen auch gebildet und schlau werden. Und vor allem muss er abnehmen, ey. Also Aya bestimmt auch. Aber die... Ja, das formt sich bestimmt schon besser. Das heißt, wir brauchen mal so Fitnessgeräte. Wir richten im Keller einfach ein Fitnessstudio ein. Dann darf Aya mal die Toilette benutzen gehen. Und dann schlafen gehen. So, wie sieht's aus? Okay, das passt. Was macht der da? Kochkanal schauen. Boah, ich dreh durch. Nein, du isst jetzt erstmal was. Und zwar arme Ritter. Und dazu, wenn hier dann die Maus mal möchte, darfst du den Kinderkanal schauen, damit du Spaß bekommst. So. So gefällt mir das, so möchte ich das sehen. Und so war das auch gedacht. So, dann darfst du schlafen gehen. So, Danik ist kreativ, ja. Der wird auch sich mit der Geige hier auseinandersetzen. Das wird nämlich so ein Geigentyp. So Geige und Klavier wäre eigentlich cool. Ja, genau. Steh mal auf. Sprüh mal das Monster unterm Bett ein. Und die Katze sitzt da ganz entspannt, ne? Monster unterm Bett. Über Träume reden. Umarmen. Dann darfst du noch mal schlafen. Wobei, du kannst Danik ja auch ins Bett bringen, ne? Oh. So, dann die Katze. Die gibt es ja auch noch. Streicheln. Eine Diskussion mit der Katze. dann bürsten wir die Katze noch mal und spielen mit dem Laserpointer. Alles in Daniks Zimmer, während er schläft. Ist kein Problem. Das nimmt er uns auch nicht krumm oder so. Danik ist da sehr, sehr tolerant. Ja, ist sehr gute. So, ich möchte auf jeden Fall noch befördert werden. Weil ich möchte die Woche nicht ohne Beförderung abschließen, ehrlich gesagt. So. Genau, geh mal ins Bett, ganz entspannt. Dann erstmal automatisch. Das ist jetzt nicht ihr Ernst, ne? Ja, okay, sie ist ja jetzt eh, ne? Dann lass du mal eine erfrischende Dusche nehmen. So, dann nimmst du mal das Omelett. Und dazu darfst du den Kinderkanal schauen. Ja, du machst es auch mal, ne? Du stehst auch schon mal auf. Nachdenklich duschen.
Glücklich. Die gute alte Zeit. Schon wieder. Nicht in der Welt platzieren, bitte. Nimm dir einen armen Ritter. So, und du darfst dazu den Kinderkanal schauen und du darfst dann gleich mitgucken. Aber wir müssen am Wochenende Kreativität fördern und das Kind dünner machen. Ey, das geht ja mal gar nicht hier, ey. Aktuellen Kanal schauen. Also das klingt gut. So, du stehst jetzt mal auf und wirst Programmieren üben, weil du das noch machen musst als Tagesaufgabe. Und dann ist die Beförderung bestimmt sicher. Sie ist schon fertig. Du kannst ja nebenbei mit deinem Bruder reden, ne? Und wenn du schon mal dabei bist. Interessen schwärmen. So, über Interessen reden. Du willst über ekliges Essen, über Interessen reden. Dann geht das hier dann das Sozial auch hoch. Über Schule reden. Machen wir mal mehrmals. Okay, oder auch nicht. So, sie ist leider schon in der Schule. Was heißt leider, ne? So, er hat gehört, irgendwo steigt eine Party, aber es interessiert uns nicht. So, dann hörst du mal bitte auf und gehst zur Schule, mein Freund. Du möchtest nämlich auch ein Streberkind werden. Meine Kinder müssen einfach vorbildlich sein. Das muss einfach so sein. So, und wenn dann die beiden verstorben sind, dann wird Danik das Haus übernehmen. Oder die Haushälfte. So, der Gärtner kommt schon. Ich müsste ja bald mal wieder ernten können, glaube ich. So, Danik darf fleißig lernen. Du bist jetzt noch nicht ganz fertig. Okay, Moment. Jetzt bist du fertig. Gut. Dann gehst du jetzt so nämlich zur Arbeit. Du wirst fleißig arbeiten. Okay, stopp, 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 stopp. Oh Gott, ey. Da Aya jetzt auf der Liste der besten Schüler ist, könnte sie ebenso gut ein Schild mit "Tritt mich auf den Rücken" kleben haben. Oh Moment, da ist ja tatsächlich so ein Schild. Soll sie es dem Lehrer sagen oder versuchen, den Verantwortlichen auf eigene Faust zu finden? Wir petzen. So, ich bin zur Arbeit. Ich mache erstmal fleißig arbeiten. Der Verantwortliche wird noch mit dem Stift in der Hand erwischt. Zum Direktor und anschließend nach Hause zu seiner wütenden Mama geschickt. Leider ist es nicht gerade förderlich für den Ruf von Aya, eine Petzerin zu sein. Und Grundschüler haben ein sehr gutes Gedächtnis. Das läuft ja nicht sehr gut für unsere Tochter. Chihiro, streng dich an. So, der Garten ist gepflegt. Da ist alles perfekt. Komm, ich will, dass du befördert wirst. Kollegen Kontakte knüpfen. Gute Beziehung zu Kollegen, fleißig arbeiten. Okay, wir gucken mal. So, sie kann ja irgendwie leider keine Hausaufgaben mehr machen, aber wir können mal dieses eklige Essen hier aus dem Inventar räumen. So. Dann darfst du dir mal die armen Ritter nehmen, dass die Hausaufgaben machen und dann darfst du dir das Omelett nehmen. So. Gucken wir mal. Ich hoffe, ich werde noch befördert. Was muss die denn noch machen? Höchstpunktzahl im Tippspiel erreichen. Ja, dann darf sie doch mal anfangen. Spiel spielen, Tastenkommandant. Gucken wir mal, dass sie da Höchstpunktzahl bekommen. Könnt ihr nebenbei reden? Tag verschönern. Nach Tag fragen. Von Herzen kommendes Kompliment machen. Begrüßungskomitee über Spielzeug reden. Oh. Das ist echt schön, ne? Die können ja echt gut miteinander plaudern hier, die beiden.
Mensch, die essen zusammen Mittag, ist das schön. Nur wenn Aya dann bald auf die Oberstufe geht, dann geht das nicht mehr. So, kannst du extra Aufgaben machen? Nein, aber du kannst jetzt mal die Hausaufgaben richtig machen anscheinend. Hausaufgaben gerade erst begonnen. Das ist jetzt schlecht. Aber Aya ist Einser-Grundschülerin, das ist gut. So, ich finde geil, dass dieses Tippspiel dann... Gewürzfestival, ja, ist auch nicht schlecht. Wurde ich jetzt befördert? Nein, ich wurde nicht befördert. Oh, ich drehe durch. Ich drehe durch. So. Frosch züchten. Was machen denn die Blumen? Nix, das ist schön. So, das Gewürzfestival. Gehen wir doch mal dahin mit den Kindern. So, das ist Aya. Wo ist Danik da? Da ist Danik. So, wir können leider nicht Mama, Papa, sonst wen mitnehmen. Also die Papas. Also den einen schon, den anderen nicht, aber es wäre ja unfair. Aber so einen Vampir dahin zu schicken, ist ja auch irgendwie gemein. Also kann man machen, ne? Aber ja. Ah, ich schreibe morgen eine Klausur. Ich müsste eigentlich noch lernen. Könnt euch bestimmt meine Motivation vorstellen. So, wir probieren uns doch mal an der Curry-Herausforderung. Zusammen hier hingehen. So. Zusammen bei Curry-Herausforderung mitmachen. Oh, nerv doch nicht, Mensch. Wie es aussieht, war das wohl nichts. Ja, ach. Ernten, 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 ernten. Genau, geh mal hier alles ernten, fleißig. Dann können wir nämlich hier schön Geld machen. Die Kinder können hier Sport machen, das ist auch schon mal gut. So. Dribbeln üben. Das machst du auch mal, dribbeln üben. Er will schon nach Hause. Mein Freund, du musst leider ein bisschen Sport treiben. So, du kannst hier mal einen Burger nehmen. Ich finde schön, dass hier Leute stehen und kochen und so. Habe ich nicht schon mal gewonnen? Ich will nichts sagen, ne? Aber ich glaube schon. Wie läuft es bei euch sportlich? Das sieht doch gut aus hier. Sie sieht schon sportlicher aus und er wirft den Ball nach oben, ne? Ja, aber er muss abnehmen. Und sie muss sich ja sowieso formen. Also bauen wir einfach so ein Fitness-Dings in den Keller. Da bin ich stark für. Und den Musikraum, den machen wir auch noch. Im Keller. Das wird noch. Okay, dann geht jetzt einfach mal alle nach Hause. So. Jetzt hören alle auf. Jetzt gehen alle. Das ist gut. So, wir haben jetzt nämlich noch 12 Minuten, um das hier noch ein bisschen besser zu machen. So, alles wartet auf Danik. Na, jetzt gehen, glaube ich, die Leute eh erstmal schlafen hier. Könnte ich mir vorstellen. So, wir sind ja genau vor unserer Beförderung stehen geblieben. Ich wette, Livos überholt uns jetzt. Könnte ein bisschen blöd werden, aber hey. So, die Toilette verwenden, nachdenklich duschen und dann darfst du noch mal schnell Blickblock spielen und dann schlafen gehen. So, du bist eigentlich noch recht fit. Du darfst aber mal die Toilette verwenden, eine erfrischende Dusche nehmen. Ja, was macht denn so ein Kind noch? Ach stimmt, sie muss ja dieses Spiel da noch spielen, ne? Okay, aber das kann sie jetzt nicht, weil die Mama da gleich rangeht. Das ist schlecht.
Dann malt sie einfach noch ein Bild. So, wir haben ja die Bilder von ihr hingehangen. So, wir hängen das jetzt mal ganz dreist dazwischen, weil ich werde das eh gleich nochmal ändern. So, zeichne mal Leute. So, Danik muss auch mal dringend auf Toilette. Du gehst jetzt hier oben, also es wäre schlau gewesen, das anders in der Reihenfolge zu machen, aber egal. Gott. Einsame Pause. In der letzten Pause wollte niemand mit mir spielen. Frag mal den Lehrer. Ich bin alleine rumgeklettert. Wenn das nochmal passiert, was soll ich tun? Frag andere Kinder. Ist immer ein guter Plan, ne? Andere Kinder zu fragen. Bis der oben angekommen ist, hat er sich doch in die Hose gemacht. So, der muss dann aber danach schlafen. Also, der ist so müde. So, wenn du das Bild gemalt hast, gehst du einfach auch schlafen. So, du spielst jetzt noch, bis dein Spaß oben ist. Ja, eigentlich müsste man die Katze noch mal ein bisschen beachten, aber später. Spaß ist oben, du gehst ins Bett. Bist auch im Bett, dann können jetzt ja alle schlafen, das ist schön. So kommen wir zumindest gut in der Nacht voran. Wenn nicht ein Monster unter dem Bett wäre. Und wir das jetzt einsprühen müssen. Aja hat entdeckt, dass etwas Seltsames unter ihrem Bett ist. Ach. Komm. Geh schlafen. Nerv nicht weiter, ich will auch schlafen. Gute Nacht. Der Versuch von Aja mit dem Monster unter ihrem Bett zu kommunizieren war nicht gerade erfolgreich. Es hat wohl momentan keine Lust, Freundschaft zu schließen. Mich verarschen. So, nimm eine erfrischende Dusche. So, wir müssen irgendwas machen. Ich weiß gar nicht, ob die so schwimmen können oder so. Müssen wir mal gucken. So einen Pool zu bauen wäre eigentlich auch geil. So, dann darfst du das Omelett nehmen. Du bist auch wach. Du gehst mal auf die Toilette, darfst nachdenklich duschen, nicht erfrischend. Und dann darfst du Frühstück machen. Und zwar machst du mal Pfannkuchen. So, und ich glaube, Danik hat seine Hausaufgaben hier liegen gelassen. Das ist natürlich sehr schlecht, Danik. Das ist jetzt nicht gerade vorbildlich, mein Freund. Aber kein Problem. So, dann darfst du mal die Toilette verwenden und nachdenklich duschen. So, ja, im Garten müssen wir gleich mal gucken, dass wir da was machen können, dass der ein bisschen abnimmt. Oh, das schmeißen wir einfach schon mal hier rein. Dann kommst du mal hier runter am besten. Warum sieht sie schon wieder so aus? Ey, das stört mich schon wieder richtig. Outfits ändern. So. So, sie muss dann noch dieses Tippspiel üben. Das kann sie jetzt auch machen. Tastenkommandant. So. Bring mal den Müll raus. Du bist ein vorbildliches Kind. Oh, es ist jetzt nicht ihr Ernst. Sie hat jetzt nicht wieder damit aufgehört, ne? Alte. Dann komm, ich stell's dir auch hier hin. Ist kein Problem. Hallo. Muss ich es jetzt draußen hinstellen oder was? Nee, nicht aufräumen. Pfannkuchen fortsetzen. Weil diese Frau, ich kriege echt Aggression bei der. So, erstmal den Müll. Ach du Scheiße. Ich habe mich in der Schule mit jemandem darüber gestritten, welche Voltkreatur mächtiger ist. Machen wir Konfliktlösung. Rumblödeln. Mal Ideen erzählen. Über Lieblingstier reden. Über Schule reden. Ist ja mal nicht schlecht, auch mal mit der Mama zu reden, ne? Ist hier jetzt abwarten, was geschieht. Nein, du wartest jetzt nicht ab, was geschieht. Um Tipp-Tipps bitten. Über Träume reden.
Immerhin ist unser Kind ja inspiriert. Das passt. So, es muss dann nämlich noch mit 3 Spielsachen spielen. Das kriegen wir auch noch hin. Genau, jetzt nimm dir mal davon ein Gericht. Jetzt mach kein Chaos, mein Freund. Oder kannst du dich weiter unterhalten? Über Interessen reden? Willst du über ekliges Essen machen? Über Schule reden? So, über Träume reden? Lustige Geschichte erzählen? Tag verschönern? Über Träume reden? Level 4 der Sozialfähigkeit, das ist schon mal gut. Ich glaube, da ist er sogar weiter als seine Schwester. Aber seine Schwester hat jetzt auch noch nicht viel geredet oder so. So. Über Träume reden. Vampir-Lebensstil, du bist ja selbst einer. Sag mal, isst du das überhaupt? Das fängt ja gut an hier, ne? Es geht. Was passiert jetzt? Hast du es geschafft? Ja, hat sie. Geil. Okay, dann darfst du hier nochmal spielen gehen. Ganz oft. Das ist ja immer noch besser, ne? So spielen, 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 spielen. So, und du? So, wir öffnen das mal. Wir legen jetzt hier mal so 3 verschiedene Sachen hin und damit spielt er jetzt. So, spielen. Was macht sie? Oh, wir haben ja noch ganz viele Sachen mit ihrem Inventar. Frösche züchten. So, wir können auf jeden Fall einmal alles ernten. So, wir verkaufen dann später, wenn wir nochmal geerntet haben. Und danach müssen wir das bewässern. Und danach können wir anfangen, hier einfach mal alles weiterzuentwickeln. So, wir fangen mal mit der Reihe an. So, ich werde jetzt unsere Küchenmöbel mal zurückstellen. Nachdem das ja so super funktioniert hier. So, Aya hat Motorik Level 9 erreicht. Okay, dann darfst du jetzt mit dem nächsten spielen. So. Zweien gespielt. Und dann darfst du mit dem nochmal spielen. Funktioniert das? Nein. Warum macht er das nicht? Mit Spielzeug spielen. Ling, Ding, Schmetterling. Ja, hör mal auf, Alter. Und danach darfst du mit Mumphy Monster spielen und dann Geige üben. Nein, 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 stopp. Du musst hier noch den Rest weiterentwickeln. Damit die Früchte nämlich besser werden. Deshalb entwickeln wir alles weiter. Und dann passt das. So. So, was macht er? Hast du mittlerweile 2 da stehen? Ja, das ist gut. Dreh durch. Dann spiel halt mit Terra Triceratops. So, üben. So, hat die jetzt hier vergessen oder sind die jetzt schon wieder weiterzuentwickeln? Weiterentwickeln, weiterentwickeln. Aber die Frau kriegt hier auch gar nichts richtig hin, ne? So. Okay. Das ist eine Familiengruppe, mein Freund. Da hast du wohl was falsch verstanden. So, sie muss auf jeden Fall noch einmal Motorik erreichen. Dafür machst du mal das hier alles. Wir schaffen das hier zeitlich nicht ganz so gut. So, ich schicke sie noch 100 Mal spielen, dann passt das. So, dann müssen die ja auch bald schon schlafen. Also von daher. So, wir fangen schon mal an zu verkaufen. Und Frösche zu züchten.
So, dann werden wir die Katze noch mal streicheln und ihr ein Leckerchen geben, eine intellektuelle Diskussion führen oder auch nicht. Dann streichen wir sie an ihrer Lieblingsstelle. Und dann machen wir mal Abendessen. Fischtopf, geil. Asia Hühnchenpfanne war da gerade irgendwo. Moment. Asia Hühnchenpfanne, das ist geil. Das machen wir mal. So, unser Sohn ist fleißig an der Geige. So. Die bleiben mal im Inventar, weil damit retten wir uns immer ein bisschen finanziell. So, wir haben jetzt 68 verkauft und kriegen 1000 irgendwas, ne? Oh, jetzt funktioniert die Küche schon wieder nicht. Ich frag mich, warum das nicht geht. So, Aya hat Level 10 der Motorik erreicht. Ey, das ist doch mal ein gutes Zeichen. Das wollen wir hören. So. Das ist noch 3 Stunden haltbar. Das isst du jetzt einfach mal. Und dann... Boah, da, hier darf man nicht hinhören, ne? Ich sag euch das. Mental, sozial... Weißt du was? Spiel Rechenspiele. Spiel spielen Rechenspiele. Da kriegst du geistig Dings und das macht dir Spaß und es ist toll. Nee, stopp, was machst du? Nein, nicht im Internet surfen. Ah, jetzt ist es fertig. Okay, dann darfst du dir hier ein Gericht nehmen. Du hörst mal auf mit deiner Geige. Du darfst dir auch ein Gericht nehmen. Dann darfst du die Toilette verwenden, nachdenklich duschen und nochmal Geige üben. Oh, wir haben das hier bald mit den Kindern. So, dann kannst du ja mal ein bisschen mit deinem Sohn nochmal sprechen, wenn er schon mal da ist. So nach Tag fragen, von Herzen kommendes Kompliment machen, von Ideen erzählen. Das mit dieser Küche. Ich werde das hier gleich mal einfach alles umbauen. Und dann gucken wir mal, dass das hier irgendwie dann funktioniert mit der Küche. Ich habe da vielleicht so eine Idee, was man machen kann. So, kann man nochmal Frösche züchten? Nein, können wir nicht. Okay, dann gehst du mal hoch. Gehst nachdenklich duschen. Dann darfst du... Ach, du musst ja noch Programmieren üben, ne? Nein, spiel einfach ein Spiel. So, wir haben ja jetzt hier gerade neues Essen. Okay, nimm mal die Pfannkuchen nochmal, ist auch kein Problem. Das klingt so super, ne? Ist überhaupt kein Ohrenkrebs oder so. Die Katze, Alter. Wie gesagt, ich mache gleich einen kurzen Cut einfach und dann werde ich hier alles ummodellieren. So, du gehst schlafen. Ich werde hier ein bisschen was umbauen. Ich werde auch das Zimmer vom Jungen werde ich nach hier oben verlegen und das Schlafzimmer von ihr nach unten. Weil hier einfach echt wenig Platz ist und weil sie sich ja eh nicht... Also sie benutzt das Schlafzimmer ja nur zum Schlafen. Und das Zimmer von Danik ist ja halt auch sein Zimmer, wo er sich dann halt auch aufhält, ne? Deswegen wäre das halt schon cool. Ja. Oh, du solltest auch mal schlafen gehen. So. Guter Plan. Bis 8. Und das Kind ist wach. So, schnell duschen. Dann darfst du hier schon mal dein Frühstück nehmen. Und zwar die Asia-Pfanne mit Reis oder so. Und dann darfst du mit Puppen spielen, um deine Kreativität noch ein bisschen zu schulen. So. Halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Mach das am besten hier. Es ist echt gut, dass wir ganz viele verschiedene Bäder haben. Nachdenklich duschen, die Toilette verwenden. So, dann darfst du hier nochmal ein Gericht nehmen. Die Mama schläft aus. So wie es in echt auch ist, ne? Kinder, Mama. So, wir halten hier an.
Und ich werde erstmal umbauen. Hier waren wir stehen geblieben und ich weiß, es sieht jetzt alles anders aus. Grob gesagt, ich zeige es jetzt einfach nur mal von oben. Für den Rest könnt ihr euch ja den Vergleich dann anschauen. Ich habe jetzt hier einfach die Garderobe hingebaut, dann hier den Kratzbaum hingestellt. Das Bad ist jetzt hier. Das Katzenklo ist jetzt auch hier drin. Ich habe hier noch so einen Logiktisch hingestellt. Dann habe ich die Küche jetzt einfach hier hingebaut. Essbereich ist hier. Hier habe ich so den Kaminbereich erstmal hingebaut. Ich bin aber am Überlegen, ob ich das nochmal umbaue. Da muss ich aber nochmal schauen, wie ich das mache. Ja, hier habe ich dann einfach jetzt auch erstmal was hingestellt. Im Keller haben wir jetzt hier erstmal den Fitnessbereich. Also, ne, damit dann unsere Kinder, wenn sie zu Teenager werden, dann auch abnehmen können. Und dann habe ich jetzt hier erstmal angefangen. Von Aya das Zimmer habe ich den Teppich einfach schon mal ausgetauscht. Aus Töpfchen kann ich noch verkaufen. Mache ich dann wann anders. Und hier habe ich jetzt auch das Schlafzimmer von mir eingerichtet. Und Daniks Zimmer habe ich jetzt einfach hier oben erstmal hingetan. Ich habe jetzt erstmal grob einfach irgendwie hier platziert. Ich habe jetzt auch noch nicht großartig dekoriert hier. Ich habe jetzt auch nur 330 Simoleons. Und die Deko folgt dann, wenn wir dann in der nächsten Woche ein bisschen mehr Geld verdient haben, eventuell. Ja. Ansonsten habe ich hier einfach nochmal hellen Boden genommen. Ich fand, das sah jetzt erstmal besser aus. Aber ja, der Geschmack ändert sich ja von Woche zu Woche. Also hey. Ja, damit vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zur nächsten Doppelhaus-Challenge-Woche.